Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch in diesem Video meinen Manga-Lesemonat Juni und Mai. Ne? Also ich zeige euch diese beiden Monate, Lesemonate zusammen, einfach weil da mehr Mangas zusammengekommen sind, als wenn ich jetzt nur den Mai oder nur den Juni machen würde. Deswegen packe ich das quasi zusammen und nehme für meinen Juni-Lesemonat, was jetzt normale Bücher in Anführungszeichen angeht, nochmal ein extra Video auf. Und ja, dementsprechend in diesem Video seht ihr meine Mangas, die ich im Mai und im Juni gelesen habe, zusätzlich auch zu den Graphic Novels. Das kommt alles hier zusammen in diesem Video. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, ich greife jetzt einfach irgendwie zu. Also es gibt jetzt keine übergeordnete Reihenfolge, wie und wann ich das Ganze gelesen habe. Und zwar habe ich gelesen Fangs, der erste Teil von Billy Belly Belly. Belly Belly, wow, was für ein Name. In diesem Buch geht es um einen jungen Mann, der quasi in einen Kriminalfall verwickelt wird. Und zwar geht es irgendwie, es wird eine Bar überfallen und ganz, ganz viele Opfer sind auch darunter, die wirklich gestorben sind. Nur er nicht. Er wurde gebissen, das heißt, er wird jetzt zum Vampir. Und er bekommt einen Mentor an seine Seite gestellt, weil das natürlich für ihn alles ganz neu ist. Und lernt diese Welt so ein bisschen kennen. Und die beiden wandeln dann auch so ein bisschen untereinander an. Und ja, um einfach dafür zu sorgen, dass er nicht jetzt irgendwie als der Frischling von jedem angebaggert wird. Und ja, es entsteht aber was Richtiges dann zwischen den beiden. Und es ist der erste Teil. Es ist auch ganz neu rausgekommen, soweit ich das weiß. Und ich fand es eigentlich echt ganz cool. Ich verpacke das hier alles jetzt so ein bisschen auch zusammen mit den Neuzugängen, weil alle diese Bücher, die ich euch jetzt hier zeige, sind sowohl im Juni als auch im Mai bei mir eingezogen. Das heißt, es ist sowohl Neuzugänge als auch Lesemonat, damit ich diese Bücher dann in den Neuzugängen-Video dann nicht nochmal extra zeigen muss. Das wäre dann irgendwie lästig, weil ich dann natürlich, was die Story angeht, einfach genau dasselbe erzähle. Ne? Dementsprechend, das ist hier auch eingezogen in den letzten 2 Monaten. Ich habe sofort gelesen. Ich fand es eigentlich ganz cool. Der Zeichenstil ist in Ordnung. Ist jetzt noch nicht so mega besonders, finde ich. Aber die Story hat Potenzial und ich werde auf jeden Fall das Ganze weiterverfolgen und mal gucken, wie das noch so weitergeht. Genau, dann haben wir hier Just Because I Love You. Da geht es um einen jungen Schüler, also es geht hier um Schüler. Und der wird halt in der Schule nicht wirklich gemocht, weil er nämlich ständig Streits anfängt oder in Streits hineingerät. Und dann gibt es einen Mitschüler, der irgendwie das Gefühl hat, dass da mehr hinter diesem Jungen steckt und der sich deswegen an ihn ranhängt und sagt, hey, lass uns doch einfach mal eine Beziehung führen. Also so random, wie das halt in Mangas ganz, ganz oft passiert, sagt er halt, okay, ich habe das Gefühl, hinter dir steckt mehr als einfach nur der Rowdy, der sich hier ständig prügelt. Deswegen lass uns doch jetzt zusammen sein. Und darüber hinaus lernen sich die beiden halt kennen. Er war halt sowieso in den verliebt. Dementsprechend, ja, es ist eine süße Story, die man einfach mal so weglesen kann. Da ist jetzt nichts groß dahinter, sage ich jetzt mal. Es ist einfach ganz sweet gemacht, aber auch jetzt nichts arg Besonderes. Genau, dann haben wir hier Darling, Give Me a Break. Und zwar geht es hier darum, dass ein Junge neu in die Nachbarschaft zieht. Und, wie heißen die beiden denn? Leute, das mit dem Namen ist halt wirklich schwierig bei Mangas, finde ich. Kokoro ist in Italien aufgewachsen, genau, und zieht jetzt eben in dieses kleine Dorf in Japan. Und dort lernt er Haiji kennen. Und Haiji ist halt wirklich so ein bisschen, ne, der hilft mit auf dem Land und arbeitet da halt einfach mit, kümmert sich um die Pflanzen. Und er und Kokoro scheinen sich halt anfangs sofort gut zu verstehen und da entsteht eine Liebesgeschichte. Ich muss sagen, auch wenn sich der Plot sehr plump anhört, fand ich die Story wirklich schön. Und was ich halt auch wirklich, wirklich mochte, war der Zeichenstil. Also das fand ich wirklich schön. Ich muss halt sagen, gerade bei Mangas ist halt immer schon irgendwie wichtig, dass der Mangaka oder die Zeichnungen des Mangaka dem Leser gefallen. Und es gibt halt einfach Mangas, da ist es in Ordnung, da liest man, denkt sie, okay, es ist gut. Es gibt Mangas, da gefällt es mir nicht so gut. Da steht es natürlich dann immer so ein bisschen im Weg, ne, weil man sich dann irgendwie daran stört, wie es gezeichnet ist. Und es gibt Mangas, wo der Zeichenstil irgendwie besonders rausfällt. Und hier hat er mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und dadurch wird das Lesen für mich halt einfach immer noch ein bisschen intensiver, wenn ich die Zeichnung halt wirklich fühle, sag ich jetzt mal. Und hier, ja, mochte ich das sehr gerne. Da hat irgendwie alles gut zusammengepasst. Dann habe ich das erste Mal einen Manga gelesen, der tatsächlich auf einer wahren Begebenheit beruht. Nämlich Bis wir uns fanden, Japans erstes schwules Ehepaar von Ryosuke Nanazaki und Yoshi Tsukizuki. Und zwar geht es hier um Ryosuke Nanazaki,
der quasi in diesem Manga seine Lebensgeschichte erzählt. Also dieser Manga basiert auch auf dem, ich weiß jetzt nicht, ob der Roman auch so heißt, aber es basiert auf einem Roman, den eben auch Ryosuke Nanazaki über sein Leben geschrieben hat. Und das ist quasi der Manga, der diesen Roman nochmal adaptiert hat. Und es geht halt wirklich um seine Geschichte, wie er sein Coming-out hatte, wie er dann seine ersten ja, Beziehungen geführt hat und wie er dann schlussendlich mit seinem jetzigen Mann zusammenkam. Und das alles eben in dem Hintergrund, wo er lebte und so weiter. Und ich muss sagen, das ist alleine deswegen schon eine krasse Erfahrung, ist das Buch zu lesen, weil man natürlich weiß, okay, das ist wirklich so passiert. Es ist ein biografischer Manga, das ist nichts, was jetzt fiktiv ist, sondern das ist etwas, das ist wirklich passiert. Vielleicht natürlich mit ein paar Details jetzt vielleicht nicht ganz genau stimmen, aber es ist aus der Sicht des Mannes, der es erlebt hat. Und ich muss sagen, das hat es für mich einfach nochmal zu was sehr Besonderem gemacht. Das ich auch absolut empfehlenswert finde, wenn man sich mal in das Manga-Genre oder vor allem Boys Love jetzt einfuchsen will, weil der jetzt auch nicht arg erotisch ist, ne? Und das mochte ich sehr gerne. Also das fand ich wirklich, wirklich schön. Sehr, sehr inspirierend natürlich auch. Und ja, verschafft einem Respekt vor queeren Leuten, die einfach Schwierigkeiten haben, in irgendeiner Form sich ausleben zu können oder zu dürfen sogar. Und ja, ich finde das immer wieder sehr erstaunlich, was heutzutage immer noch für Standards teilweise herrschen. Und ja, ich finde es einfach schön, wenn man dann solche Bücher hat, die einerseits natürlich Aufklärungsarbeit leisten und andererseits natürlich in irgendeiner Form auch Tatsachen vor Augen führen. Und ich finde, dass das wichtig ist und dementsprechend fand ich das wirklich, wirklich toll. Dann habe ich dieses Büchlein hier gelesen und ich fand es fantastisch. Fangirl von Rainbow Rowell wird jetzt tatsächlich in einer Graphic Novel Manga, also ja, das ist ja in dem Fall dann wirklich eine Graphic Novel, hier steht Carlsen Manga, verarbeitet worden ist. Und zwar ist das ja die Story, jetzt muss ich mal gucken, wie heißt denn die Name noch? Ah, ich habe vergessen, Regan? Nee, Katha heißt sie. Cat oder Katha, hat eine Zwillingsschwester und die beiden gehen jetzt zusammen auf die Uni. Allerdings möchte ihre Zwillingsschwester sich gerne mal ohne ihre Schwester entfalten können. Und für Katha ist das sehr, sehr schlimm, weil sie jetzt ein Zimmer mit einer Fremden belegt, sie sich nicht einfach an ihre Schwester ranhängen kann. Die beiden haben ja eigentlich sonst immer alles zusammen gemacht und jetzt ist sie irgendwie plötzlich alleine und ihre Schwester möchte sich halt komplett von ihr in irgendeiner Form abtrennen. Und das ist für sie halt einfach schwierig, weil sie eine sehr schüchterne Person ist und jetzt noch nicht mal mehr den Rückhalt ihrer Schwester hat. Und sie flüchtete sich halt so ein bisschen in die fiktive Welt von Simon and Bess. Das sind ja die beiden Charaktere einer sehr, sehr gehypten magischen Buchreihe. Und sie schreibt dazu eine Adaption, die wir ja tatsächlich sogar lesen können, ne? Also diese fiktive Geschichte oder die Fanfiction, die Katha hier in diesem Buch schreibt, können wir ja sogar lesen. Es gibt schon eine dreiteilige Reihe dazu. Und das ist ihre Story. Und ich finde das total schön. Es ist allerdings natürlich noch nicht fertig. Also das Ganze endet sehr, sehr heftig. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es ausgeht, weil ich, das ist schon Ewigkeiten her, dass ich Fangirl gelesen habe in normalem Buchform. Und natürlich hätte ich sehr, sehr gerne gewusst, wie es weitergeht, weil ich hatte es noch irgendwie so im Kopf und es wird hier alles nur so ein bisschen angerissen und ich weiß nicht mehr, mit wem sie zusammenkommen. Das war so, oh Gott. Aber ich finde es richtig cool. Ich freue mich, da weiterlesen zu können. Ich finde es ganz cool, dass da noch mehr kommt und ich finde es schön, dass sie es gemacht haben, weil es einfach irgendwie nochmal, ja, die Story auffrischt. Und ich muss halt sogar sagen, Fangirl war von mir nie ein Lieblingsbuch. Von Rainbow Rowell fallen mir da vor allem eher Eleanor Park ein, so als eines der Lieblingsbücher des Lebens so. Fangirl war für mich nie ein Highlight und gerade jetzt in dieser Form hat es mir dann irgendwie doch nochmal richtig gut gefallen und ich mochte auch den Zeichenstil sehr, sehr gerne und ja, fand ich cool, fand ich sehr, sehr cool. Ich habe das ja irgendwann mal spontan einfach so gekauft und bin auch ganz happy darüber. Genau, dann gekauft und gelesen, Minatos Coin Laundry. Ein Buch, das mir gar nicht mal so gut gefallen hat. Es geht hier um Minato, der schon Anfang 30 ist. Also er ist schon, also es heißt alt. Ich bin auch bald Anfang 30. Aber er bandelt halt mit einem Schüler an. Also er verliebt sich in irgendeiner Form in einen Schüler und er ist halt, dementsprechend ist es ein Schüler, ne? Also der ist halt noch viel jünger. Ist ja gerade mal 18 oder so, also ist natürlich ein riesen Altersunterschied.
Und deswegen hält er sich natürlich auch zurück, ne? Aber plötzlich hat halt dieser Schüler, Shintaro, auch Gefühle für ihn. Und dann bandeln die so ein bisschen an, alles bleibt aber irgendwie so ein bisschen oberflächlich, weil der eine halt noch so jung ist und der andere halt schon 30. Und ja, es ist halt auch der erste Teil, das heißt, es passiert meiner Ansicht nach auch gar nicht viel am Anfang, außer dass sie halt wirklich viel Zeit zusammen verbringen. Aber es kommt irgendwie nicht zu Potte, finde ich. Ich meine, klar, bei vielen Mangas geht es manchmal viel zu schnell, aber dadurch, dass man die so schnell gelesen hat, dann will ich auch irgendwie was haben. Ich will dann irgendwie auch was für das Geld haben, was ich gezahlt habe. Und ich finde, hier kommt einfach noch nicht so viel rüber. Und ja, keine Ahnung, wann ein zweiter Teil kommt. Das kann ja auch dauern. Ich habe keinen Plan. I don't know. Mal gucken, was da so dahinter steckt. Yuzu Tsubaki ist der Mangaka, soweit ich das hier sehen kann. Ja, ich denke, wenn er ans Weiter kommt, werde ich mir den vielleicht holen, aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie mega begeistert aufgenommen hätte beim Lesen. Ne? Also, es war okay. Dann für mich ein absolutes Highlight, mal wieder: The Male Pride. Deswegen zeige ich euch jetzt direkt beide. Den ersten habe ich im Mai gelesen und den zweiten jetzt im Juni. Und ich fand das richtig. Richtig, richtig gut. Es ist zwar irgendwie eine sehr, ja, es ist so ein bisschen orientalisch angehaucht, finde ich. Gerade auch, wo es spielt. Das hat irgendwie so ein bisschen was von Wüste außerhalb und die tragen immer so Gewänder. Das hat irgendwie was so ein bisschen, ja, Tausend und eine Nacht mäßiges, würde ich mal behaupten. In dieser Reihe geht es darum, dass Lamdan ist quasi die Hauptfigur der Story und seine Zwillingsschwester Lala soll mit einem jungen Mann verheiratet werden. Jetzt muss ich mal gucken, wie heißt er denn? Ulji. Lala soll mit Ulji verheiratet werden. Sie ist aber unsterblich in jemand anderen verliebt und deswegen ermöglicht Lamdan seiner Zwillingsschwester mit diesem Mann zu flüchten und heiratet stattdessen selbst Ulji. Er verkleidet sich als seine Schwester, sie sind Zwillinge, sie sehen sich unheimlich ähnlich. Und dann ist er mit Uiji verheiratet. Allerdings ist er ein Mann. Deswegen heißt es ja auch The Male Pride, ne? Ich muss sagen, ich finde es fantastisch. Ich finde die Zeichnungen super. Ich finde die Story super. Ich finde die Liebesgeschichte hervorragend. Das wird eine Lieblingsmangerei von mir. Das wird, glaube ich, eine vierteilige Reihe. Ich habe schon alle Teile vorbestellt, den hier auch. Deswegen, ich war total überrascht, als der im Juni hier ankam. Ich habe mich super gefreut. Ich wusste das aber gar nicht mehr, dass der im Juni jetzt erscheint. Und dann habe ich den natürlich sofort gelesen. Und es sind jetzt einige Konflikte im zweiten Teil auch noch auf den Plan getreten, die wahrscheinlich in Teil 3 und Teil 4 dann noch weiter aufgebaut werden. Aber was ich sagen kann, ich liebe Lamdan, ich liebe Uiji, ich finde das toll gezeichnet, ich finde die Story cool. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir von dem Autor oder dem Mangaka auch noch den Vorgänger-Manga kaufe, My Genderless Boyfriend. Weil ich einfach finde, da steckt wirklich was dahinter. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich meine, das ist so gerade, wenn man längere Reihen hat, dann erwarte ich irgendwie, dass der Plot nicht so mega plump ist. Und in dem Fall ist er das auch nicht. Und das gefällt mir. Deswegen von mir eine absolute Empfehlung, The Male Pride. Es kommen aber noch zwei weitere im Laufe des Jahres dann heraus. Und ich mag das so gerne. Also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Dann ist Ende Juni jetzt auch der zweite Teil von Forest of Rabbits angekommen. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch eine Manga-Reihe, die sich unheimlich in die Länge zieht. Also hier geht es ja um zwei beste Freunde, die sich schon als kleine Kinder kennengelernt haben und der eine ist halt schon seit Ewigkeiten in seinen besten Kumpel verliebt. Und im ersten Teil beschließen sie dann auch in irgendeiner Form eine Beziehung einzugehen, obwohl der eine halt nicht wirklich schwul ist. Und hier wird das Ganze jetzt weitergeführt und es ist halt wirklich. Es ist eine Story, die sehr tiefgründig ist, weil sie auch auf Kindheitstrauma eingeht und das Ganze halt wirklich auch hervorragend in die Story mit einbaut. Aber gerade was die Liebesgeschichte angeht, finde ich das irgendwie sehr, sehr zögerlich, was an sich ja nichts Schlechtes ist. Aber ich würde mir da irgendwie mehr Input wünschen. Also das ist wirklich eine Reihe, wo ich irgendwie ständig da saß und mir so dachte, na, so von wegen, ja, da ist ein Fündchen, aber ich kann es immer noch nicht greifen und es ist halt so ein bisschen blöd, wenn ich dann halt immer irgendwie noch auf den weiteren Band warten muss, weil hier ist ein dritter Teil, glaube ich, noch nicht mal angekündigt. Das heißt, es dauert halt auch ständig und man muss warten, warten, warten. Und da würde man sich irgendwie wenigstens ein Appetithäppchen wünschen. Und es lässt halt auf sich warten, aber ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen, weil ich glaube,
gerade die Aufbauarbeit, die hier geleistet wird, was die Beziehung der beiden angeht, das ist sehr, sehr gut. Ich hoffe halt, dass es halt wirklich zum Schluss Hand und Fuß hat und ich dann happy darüber bin, was in den nächsten Monaten passiert. Ich weiß halt auch nicht, wie viele das werden, wie lange ich da noch werde warten müssen, bis das Ganze beendet ist. Aber mal gucken. Das ist sehr spannend, sehr interessant. Ich hoffe nur, dass gerade dann bei Teil 3, wenn er irgendwann mal rauskommt, das ein bisschen mehr intens wird, dass da ein bisschen mehr einfach Substanz dahinter ist, sagen wir jetzt mal so. So, dann haben wir einen etwas dickeren Manga, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat und der natürlich, weil er etwas dicker ist und auch ein Einzelwerk ist, ein bisschen eine komplexere Story hat. Und zwar geht es hier um zwei junge Männer, die zusammen in einem Game Design Kurs sind und der eine ist halt irgendwie der, ja, Musterschüler. Der ist total gut darin und alle wissen, der wird später mal mega erfolgreich sein. Und unser Erzähler, Misaki, liebt das. Der liebt Games, der möchte 3D-Artist werden und möchte bei einer bestimmten Firma arbeiten. Und wir bekommen jetzt hier die Geschichte von diesen beiden über Jahre hinweg erzählt und immer wieder treffen sie sich, trennen sich wieder, kommen wieder zusammen. Darüber hinaus entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Es geht aber auch viel um Eifersucht, darum, seinen Traum verwirklichen zu können, das Leben zu leben, was man sich immer gewünscht hat und vor allem eben auch den Beruf zu haben, den man sich immer gewünscht hat und darüber hinaus trotzdem in irgendeiner Form seine Gefühle ausleben zu können. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Ich fand teilweise war das ein bisschen langgezogen, aber mir hat es am Ende wirklich gut gefallen und ich mochte die Figuren auch sehr gerne, weil sie auch sehr tiefgründig waren und sich nach und nach da wirklich was aufgebaut hat, eben als Konflikt wegen des Berufes, den Hobbys der beiden und wie sie gegeneinander, wie sie halt füreinander fühlen. Und ich mochte das. Also ich, gerade bei Mangas, muss ich sagen, obwohl ich viele Mangareien sehr mag, bevorzuge ich eher Einzelbände, einfach weil es bei Reihen halt oft der Fall ist, dass man dann noch monatelang auf die weiteren Bände warten muss. Und das ist halt dann immer so ein bisschen ärgerlich und nervt irgendwie, wenn man dann irgendwie an einem bestimmten Punkt Stopp macht und dann, toll, jetzt kann ich weiterlesen, das ist so ein bisschen blöd. Deswegen an sich bevorzuge ich eigentlich diese Einzelwerke, die halt ein bisschen dicker sind, ein bisschen komplexer sind, die Hand und Fuß haben. Und das hier war so einer und ich mochte den. Er war an manchen Stellen vielleicht ein Ticken lang. Aber er hat mir gut gefallen und den habe ich wirklich gerne gelesen. Den habe ich auch vorbestellt gehabt und der kam dementsprechend dann auch ganz pünktlich hier an. Dann habe ich diesen hier gelesen, das war im Mai, nämlich Dog Style, nee, Doggy Style. Doggy Style. Ja, hier geht es um einen Lehrer, also er ist Lehrer und er steht halt total auf eine Band, die er schon seit Kindheittagen vergöttert. Und als einer seiner Schüler das herausfindet, nutzt er das eben zu seinem Vorteil, um ihn quasi zu erpressen. Also die versuchen sich irgendwie gegenseitig zu benutzen. Und es ist irgendwie total verquer, es ist total irre, sehr, sehr verrückt. Das, was ja eigentlich Mangas irgendwie auch so ein bisschen ausmacht ab und zu, genau das ist das, ne? Und die beiden verlieben sich natürlich dann darüber hinaus. Und ja, das ist sehr süß, ein bisschen verrückt, hat mir gefallen, war aber jetzt nicht außerordentlich gut. Dann haben wir Our Love Trouble House. Our House Love Trouble. Gott, so sorry, guys. Ja, hier geht es um Nonohiko. Und der muss aus dem Studentenwohnheim rausziehen, warum auch immer, wird glaube ich umgebaut oder so, und sucht halt was Bezahlbares, wo er unterkommen kann. Und dann kommt er in eine WG, wo nur queere Personen leben, soweit ich das am Schluss rausgestellt habe. Und vor allem werden die Bewohner dieses Hauses danach ausgesucht, wie gut sie aussehen. Und die Transfrau, die ihn quasi unter die Lupe nimmt, nimmt ihn sofort. Ich wollte gerade sagen, stellt ihn sofort ein, aber es geht ja nur um eine Wohnung. Sie nimmt ihn sofort, gibt ihm ein Zimmer und an dem Tag, an dem er einzieht, wird er versehentlich von einem der Mitbewohner als Playboy verwechselt. Also der denkt, dass er der bezahlte Typ ist, der jetzt mit ihm schlafen wird und dann haben die beiden Sex. Und dann stellt sich halt heraus, oh nein, er ist mein neuer Mitbewohner. Und dann beginnt es kompliziert zu werden. Es ist wirklich, Leute, ihr seht das Cover und genauso ist die Story auch. Verrückt, bunt, lustig, natürlich total überfüllt mit Figuren und
Es macht Spaß. Also ich muss sagen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich mochte das gerne. Das ist natürlich jetzt keine Geschichte, die mega krass viel Plot hat. Aber es ist einfach total sweet gemacht. Ich mochte, dass es so ein bisschen chaotisch auch einfach war. Die Liebesgeschichte war total süß und ich denke mir so, ey, für einen Zeitvertreib von einer halben Stunde war das für mich absolut in Ordnung. Ich mochte das eigentlich sogar recht gerne. Dann haben wir hier einen perfekter Antrag. Ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat, auch wieder ein Einzelband. Und zwar geht es hier, das ist so die Standardstory. Es geht um zwei beste Freunde, die sich schon ewig kennen. Der eine ist aber schon seit Ewigkeiten in den anderen verliebt. Und in dem Fall kommen sie dann hier tatsächlich auch zusammen. Und es ist total süß. Ich mochte auch den Zeichenstil sehr, sehr gerne. Es ist jetzt keine Story, wo noch sonderlich viel passiert. Es geht halt wirklich ganz, ganz oft bei diesen Mangas einfach nur um die Liebesgeschichte. Und in dem Fall mochte ich die aber sehr gerne. Es war wirklich eine süße Story. Aber mehr gibt es dazu tatsächlich nicht zu sagen. Dann habe ich mir mehrere Mangas eines Autors bestellt, nämlich CTK. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Herr ist, ohne dass ich jetzt hier so krass auf Klischees eingehen will. Aber es sind sehr raue Stories, deswegen könnte ich mir das vorstellen, obwohl ich glaube, dass Frauen auch sehr krasse Geschichten schreiben können. Ich kann es halt wirklich nicht sagen, ne, weil es steht hier nirgends dabei. Ich würde auf einen Mann tippen, ich möchte mich aber nicht festlegen. Und zwar habe ich hier einmal Midnight Rain, wo es um zwei Typen geht, die in irgendeiner Form beide nicht sonderlich viel Glück im Leben haben. Der eine muss die Schulden der Familie noch Jahre später mit sich herumtragen und abbezahlen, den ganzen Tag schuften und der andere gerät ständig in Prügeleien und wird von irgendwelchen Menschen gejagt, whatever, und die beiden treffen halt aufeinander. Es war eine ganz gute Story. Ich muss aber sagen, dass mir das andere Buch desselben Autors besser gefallen hat, nämlich On Doorstep. Und zwar geht es hier um einen ehemaligen Polizisten, der jetzt im Buchhandel tätig ist, der so ein bisschen gebeutelt ist, weil sein ehemaliger Kollege und Partner ausgeraubt worden ist und danach nie wieder so richtig auf die Beine kam. Und dann haben wir eben hier diesen jungen Mann, Jimmy, der Taschendieb ist. Und natürlich kann der ehemalige Cop mit Dieben gar nichts anfangen, weil das eben natürlich sehr, sehr arg mit seiner Vergangenheit zusammenhängt. Und als die beiden dann Gefühle füreinander entwickeln und der Ex-Bulle, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, es steht doch leider nicht drauf, herausfindet, dass Jimmy halt ein Dieb ist, clasht das natürlich alles so ein bisschen. Die Story fand ich richtig süß, weil CTK macht das halt so, sie nimmt sich sie oder er. Der Autor nimmt sich halt Figuren, die wirklich sehr edgy sind und lässt sie so ein bisschen aufeinander krallen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es einfach so ein bisschen härter ist, es hat ein bisschen was Raueres und irgendwie muss ich sagen, kam das bei mir sehr, sehr gut an. Also On Doorstep fand ich richtig gut. Es war für mich echt eine Sache, die ich mit Vergnügen gelesen habe. Und gerade dieses edgy und kantigere mochte ich irgendwie ganz gerne. Ja, ihr Lieben, dann habe ich gelesen Hypnotic Therapy, das irgendwie ein sehr perverses Cover hat, wo es um zwei Jungs geht, die im selben Gebäude wohnen. Also die haben beide eine Wohnung im selben Gebäude und essen, glaube ich, immer mal wieder zusammen. Und der eine arbeitet halt in einer Gay-Bar und wird da halt immer von anderen Typen angemacht. Und das will er aber nicht mehr. Und deswegen geht er halt irgendwie bei seinem Mitbewohner in diese Massagetherapie. Wieso auch immer, ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Ich habe es halt echt im Mai schon gelesen. Ich fand es aber sweet. Es ist halt eine sehr erotischer Yaoi, ne? Also es geht hier hauptsächlich wirklich um den Erotikanteil und darüber, dass die beiden sich halt verlieben. Aber es war wirklich süß. Also ich mochte das. Ich habe das echt mit Vergnügen gelesen. Das mochte ich gerne. Es ist natürlich kein wunderbar tiefgehender Plot, so Leute, ne? Also da braucht man jetzt nicht krass viel erwarten. Aber eine gute Unterhaltung ist auf jeden Fall garantiert. Dann haben wir hier eine Story, die mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat, nämlich es beginnt um Mitternacht. Da geht es nämlich um zwei, die tatsächlich auch in ihrer Jugendzeit miteinander geclasht sind und haben nicht wirklich eine bombastische Erfahrung miteinander geteilt. Und deswegen ist der eine, nämlich Shoyu, immer noch sauer auf Chiharu. Er ist immer noch sauer auf ihn, weil er halt mit ihm die eine Nacht verbindet, wo irgendwie alles schiefgelaufen ist. Und jetzt taucht Chiharu eben wieder auf und wirbelt sein ganzes Leben durcheinander, indem er eben mit ihm anfängt, eine Bar zu führen. Und das, ja, da clasht das Ganze wieder, sie treffen halt wieder aufeinander, die Gefühle sind immer noch da, ne, ist natürlich ein Konfliktpunkt.
Die Story war allerdings nicht so meins. Also ich muss sagen, ich fand die beiden irgendwie total unemotional. Für mich sind da einfach keine so krassen Gefühle bei rübergekommen beim Lesen. Und ja, das war was. Ich habe es gelesen, ich habe es abgehakt und gut ist, ne? Ja, und dann haben wir noch Sub-Dom Love, wo es um Shota geht, der sich in einen Bondage-Lehrer verliebt, nämlich Misaki. Also Misaki ist er hier, arbeitet eben in diesem Bondage-Club. Er ist der Bondage-Meister. Und ja, Shota verliebt sich in ihn und die beiden fangen eben an, eine Beziehung zu führen, mit dem Hintergrund, dass eben der eine in dieser Bar arbeitet und es mag, dominiert zu werden. Und ja, das ist so das. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ist eine süße Story. Natürlich auch sehr, sehr erotisch. Und auch hier liegt natürlich der Hauptplot in der Erotik und natürlich auch so ein bisschen in diesem Subgenre des Bondage und BDSM und ja, Dom und Sub und so weiter. Ist mal dementsprechend ein bisschen was anderes. Und ja, das war auch nicht schlecht. Das war nicht schlecht. So langsam kommen wir dem Ende entgegen. Dann habe ich noch gelesen The Beast Must Die, Band 1. Eine Manga-Reihe, wo es jetzt bisher, glaube ich, nur zwei oder drei Bände gibt. Also insgesamt werden es, glaube ich, vier, fünf, sechs. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und zwar geht es um Kirin Lee. Und seine Schwester wurde tot aufgefunden. Und er geht halt davon aus, dass sie vergewaltigt und umgebracht worden ist. Und schleust sich deswegen in eine Gruppe auf dem Elite-Internat herein, wo es aber sehr pervers zugeht, ne? Also, um dort aufgenommen zu werden, muss er einige Dinge tun, und er hat dabei Hilfe. Also, er schleust sich quasi durch einen dieser Mitglieder dort hinein und die beiden benutzen sich quasi gegenseitig für ihre Interessen. Es ist ein sehr düsterer Manga. Es hat schon ein bisschen was Thriller-mäßiges, so ein bisschen wie Killing Stalking, nur nicht ganz so heftig. Und ich muss sagen, gerade was auch den Zeichenstil angeht, ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Gerade wie die Augen dargestellt sind, immer so als tiefe, schwarze, runde Löcher in irgendeiner Form. Es ist zwar irgendwie bunt, aber irgendwie auch nicht. Es ist alles sehr schwarz-weiß, aber trotzdem immer ab und zu mit Schattierungen. Und es ist wirklich, wirklich gewöhnungsbedürftig. Es ist eine Story, die ich trotz allem weiterverfolgen will, die natürlich sehr hart ist, das ist klar. An den Zeichenstil muss man sich sehr, sehr gewöhnen, aber der spiegelt in irgendeiner Form auch die düstere Story wider. Also das ergibt schon Sinn, warum es so gewählt worden ist. Es ist aber eine Geschichte, auf die man sich irgendwie erstmal einlassen muss. Und ich hatte anfangs Schwierigkeiten damit. Aber ich werde es mal austesten, ob es mir vielleicht doch noch gut gefallen kann, wenn ich dranbleibe. Das ist so eine Sache, da bin ich wirklich sehr zwiegespalten. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Mal gucken, mal gucken. So, dann habe ich den dritten Teil von BJ Alex gelesen, wo es ja eben um BJ Alex geht, einen jungen Mann, der quasi erotische Livestreams macht. Und der von seinem größten Fan enttarnt wird und dann mit dem eine sexuelle Beziehung beginnt. Und im dritten Teil wird das Ganze gestört durch einen anderen Livestreamer, der sich da so ein bisschen reinmischt. Und das gefällt BJ Alex nicht. Genau, das ist der dritte Teil der Reihe. Mehr sage ich dazu nicht. Ich möchte euch da jetzt auch nicht so mega krass spoilern. Es ist eine sehr, sehr erotische Reihe. Also darauf muss man gefasst sein. Ich finde es unheimlich toll gezeichnet. Es ist sehr, sehr plastisch, sehr weich. Also der Zeichenstil hier gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Mir gefällt es ganz gut. Jo, das dazu. Ja, und dann habe ich noch eine Manga-Reihe angefangen, bei der ich so ein bisschen traurig bin, dass sie wahrscheinlich nicht weiter übersetzt wird. Ich habe mir den vierten Teil im Original Japanischen bestellen müssen. Also es wird noch weitere Bände geben, aber ich gehe davon aus, dass sie nicht weiter übersetzt werden, weil die Reihe ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt und da ist bisher noch nichts weiter gekommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass da nichts mehr kommt auf Deutsch. Und das ist super schade, weil es eine sehr komplexe Manga-Reihe ist, wo man sich als Leser natürlich wünscht, den Ausgang lesen zu können. Und das wird hier in Deutschland wahrscheinlich nicht der Fall sein. Naja, es geht um In These Words. Eine wirklich, wirklich krasse Thriller-Story, wo es um einen Serienmörder geht und um ihn hier. Wie heißt er denn noch? Katsuya Asano. Und Katsuya ist halt Psychologe. Und er steht in irgendeiner Form in Verbindung mit diesem Serienmörder und wird angeheuert zu helfen, ihn auszufragen.
Und da steckt unheimlich viel dahinter. Es ist super komplex, super intens. Und was da alles wirklich noch so mit reinspielt in die Story. Als Leser wird man natürlich auch erstmal so ein bisschen in die Ecke geführt. Das ist so ein bisschen mysteriös und wird auch veräppelt. Ich fand's richtig geil. Ich fand's richtig, richtig gut. Es ist unheimlich empfehlenswert, aber noch nicht mal im Ansatz abgeschlossen in irgendeiner Form nach Teil 3. Das hat halt auch einfach eine Komplexität. Da könnten noch 10 weitere folgen, glaube ich. Und ja, das ist einfach auch der Zeichenstil. Es ist so gut, Leute. Es ist wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Und meine Lieben, das war's. Das waren die Mangas, Graphic Novels, die ich im Juni und im Mai gelesen habe. Genau. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr davon vielleicht auch was kennt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!